So, nun darf ich den nächsten Referenten einführen. Moment, das hat sich wieder ein bisschen verschoben, aber so geht's. Danke. Wir haben ihn vor einiger Zeit kennengelernt. Bitte, bitte Ruhe. Und zwar haben wir gemerkt, er ist ja in Zürich, wo wir ja auch tätig sind. Und es wurde schon vor einigen Jahren über seine Forschungen berichtet in bekannten Zeitungen, zum Beispiel im Tagesanzeiger. Es ist Arno Fimian, eigentlich ist er Künstler, aber auch Erfinder, das gibt es ja oft, diese Kombination. Er ist vom Zolliger Berg und hat sich sehr intensiv mit Symmetriefragen befasst. Und was das genau bedeutet, in der Technik wird er Ihnen sagen. Und er redet jetzt über ein Thema, wo er diesen Symmetriegedanken, den er dann auch zu einem neuen Kunstwort erweitert hat, praktisch anwendet, und zwar im Bereich Druckluft-Energiespeicher, sowohl für mobile als auch stationäre Anwendungen. Also, bitte sehr. Herzlichen Dank. Ich möchte zuerst einen ganz herzlichen Dank überbringen Ihrer Frau und Ihnen. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so wohlwollend empfangen wurde, kompetent befragt. Ein bisschen vor, ins Licht. Ja. Kompetent befragt und dieses Angebot bekommen habe, hier vor Ihnen zu sprechen. Leider haben wir erfolgreiche Experimente, aber wenn wir schon im wirtschaftlichen Bereich wären, dann könnten wir hier aus dieser Wärme Strom machen. Also, dass das kein Witz ist, haben wir bewiesen an einer Rheintaler Firma, einem Mittelständler. Die haben sich so weitsichtig gezeigt, dass sie meinen Ausführungen geglaubt haben, weil ich habe behauptet, dass man aus Schnee Strom machen kann. Und natürlich weiß jeder, der ein bisschen in der Physik bewandert ist, dass Schnee, Eis niemals diese Energiedichte hat wie Benzin, Petroleum oder Kohle. Das weiß jeder. Aber unsere heutige Technologie ist noch nicht so weit, dass sie den Umweg verhindern kann. Wir produzieren zuerst Strom, dann verteilen wir ihn über die Strommasten zu den Verbrauchern und dort machen wir das, was wir im Winter gratis haben. Und das ist eine der technischen Absurditäten, die ich rein zufälligerweise auf die Spur gekommen bin. Ich habe zuerst nur einen Motor verbessern wollen und immer mehr, immer deutlicher ist geworden, es fehlt die Kälte. Die Kälte ist das Gegenstück zur Wärme. Das ist nichts Aufregendes, das weiß jeder, aber Kälte ist eine der unterschätztesten Energieformen, die es überhaupt gibt. Eine weitere Absurdität ist, dass wir 40.000 Eisberge im Meer verschmelzen lassen und warten, bis der Meerwasserspiegel ansteigt, dass wir Angst haben müssen davor, dass Inseln unter Wasser gehen, anstatt dass wir diese Eisberge einsammeln, zerschneiden, in Silos packen und verteilen in die heißen Gebiete. Auf Flugplätzen gibt es genug Platz für solche Silos. Da sind wir bei der Eistechnologie der Bierbrauer. Eine simple, einfache Art, Kälte zu machen. Man hat das aufgegeben, weil man mit den Kältemaschinen tiefere Temperaturen herstellen konnte. Aber im Laufe der Technologisierung
wie auf vielen Gebieten hat sich die Situation fast unmerklich gewandelt. Die Menge, die Masse, das Prinzip ist zu einem Problem geworden. Wir produzieren mehr Energie, um Kälte herzustellen, sonst würden wir heute nicht schwitzen. Jetzt, wo liegt das Geheimnis, wo ist der Knackpunkt, dass wir an diese wertvolle Ressource herankommen? Was ist da schiefgelaufen? Es ist die Auffassung der Symmetrie. In der Physik, jedes einzelne physikalische Gesetz, ohne Symmetrie geht gar nichts. Komischerweise hat man das ausgeklammert bei der Thermodynamik. Und das hat mit den Kreisprozessen zu tun. Da hat sich ein Dogma eingeschlichen, das im 19. Jahrhundert entstanden ist, bei kleinen Leistungen, und wird heute noch in den Lehrbüchern so weitergetragen. Ich habe größte Mühe gehabt mit Kollegen, mit Physikern, mit Ingenieuren, hier ein Fragezeichen, nur ein Fragezeichen zu setzen. Natürlich stimmt es, man kann mit nichts anderem höhere Leistungen bekommen als mit einem Kreisprozess. Ja, aber das ist doch nicht das Gleiche, ob ich 12 PS habe und im 19. Jahrhundert bin oder ein Kraftwerk habe mit 1000 Megawatt. Da kann ich doch nicht sagen, also ein Kreisprozess, der Carnot'sche Kreisprozess ist bei einem MOFA gleich wie bei einem Atomkraftwerk.